Das wird unsere, ich fühl's. Meine, die sind geil, mehr Snacks. Getting ready for Carnival. Guten Morgen aus dem Haus meiner besten Freundin. Ich stehe hier gerade und schaue aufs Festzelt, denn ihr seht da hinten schon einen kleinen Brautstrauß. Sie hat einfach vorgestern geheiratet. Wow. Ich fühle mich alt. Ich fühle mich gleich schon alt. Ich fühle mich nicht alt genug dafür, genau genommen. Ja, ich bin jetzt die Woche hier. Die beiden sind auf so einer kleinen Flitterwochenreise und ich habe mir das Haus gekrallt, weil, ja, es ist halt ganz entspannt, hier übernachten zu können. Und ich habe hier ein kleines Zimmer, wo oft ein kleines Bettchen für mich einfach bezogen bleibt, weil ich vielleicht ab und zu mal hier bin und deren Gastfreundschaft doch sehr auskoste. Genau, und deswegen bin ich jetzt die Woche noch hier, habe ein bisschen was in Hamburg zu erledigen. Wir haben morgen noch eine Wohnungsbesichtigung, da bin ich sehr gespannt drauf. Die Lage ist super geil, aber die könnte ein bisschen zu klein sein. Und ich dachte, ich nehme euch ein bisschen mit. Und weil es letzte Woche so gut ankam, auch ein bisschen wieder durch meine Ernährung und was ich so esse am Tag. Deswegen fangen wir direkt an. Ich habe mein Frühstück hier. Das ist wieder Joghurt. Diesmal eine Mischung aus Altbrot und Griechischem. Ich versuche ja eigentlich immer veganen Joghurt zu nehmen, weil es besser für den Eisenwert ist. Aber ich war gerade bei Aldi, die hatten keinen Altbrot. Und den von Aldi mag ich nicht so. Deswegen dachte ich so, ja, muss ja auch nicht mega strict sein mit allem. Und dann sind da Bananen drauf, Pflaumen, ein paar Blaubeeren. Die hatten wir noch über von der Hochzeitstorte, die wir gebacken haben. Also ich mit einer Freundin, für meine beste Freundin. Richtig gut. Und mega, ich jetzt nicht, wenn ich noch Blaubeeren habe. Dann sind da Koro Soja Crispies drauf, ganz viel Erdnussmus und ein paar Kakaonips. Koro Soja Crispies haben halt super viel Eiweiß, hält lange satt, griechischer Joghurt genauso. Und die Kakaonips haben ein bisschen Eisen, obwohl ich sagen muss, das Frühstück ist jetzt gar nicht mal so krass eisenhaltig, weil ich kein Granola hier habe. Normalerweise habe ich noch Haferflocken dran, die haben viel und... Ja, aber ich habe ein paar Sachen mitgenommen. Meine beste Freundin hat auch immer ein bisschen was davon da. Und genau, so kann ich hier eben auch mein beliebtes Frühstück essen, dass ich ein bisschen, ja, ist so eine kleine Hyperfixation von mir aktuell, schon seit ein paar Monaten. Mal schauen, wie lange das noch geht. Und aber ich versuche ja sowieso immer unterwegs auch ein bisschen gesund zu essen. Deswegen passt es sehr gut, dass ich das alles hier habe. Ich war gerade auch dick einkaufen und habe mir nachher noch was geholt. Zeige ich euch dann. Aber erstmal genieße ich jetzt mein Frühstück. Habe mir ein Tischchen dazu gemacht. Keinen grünen Tee, habe ich im letzten Vlog schon erzählt. Ist auch nicht so geil für die Eisenaufnahme. Ich habe mir einen Salbertee gemacht. Und ja, nachher geht es für mich nach Hamburg. Treffe ich mich mit Julia. Ich würde sagen, ich frühstücke jetzt erstmal. Ich habe jetzt normalen Tag genommen, wenn ich so Kokosjoghurt nehme oder Mandeljoghurt oder Cashewjoghurt. So, genug geworkt. Ich habe mir tatsächlich gerade Modelmanagement wiedergeholt. Leute, ich weiß nicht, wer von euch das kennt, die sich fürs Model interessieren, vielleicht ein bisschen. Das ist quasi keine Agentur, es ist eine Website, wo Leute nach Models suchen und Models sich auf Jobs bewerben können, ihr Portfolio hochladen können. Und ich hatte das ganz, ganz am Anfang meiner Modelkarriere mal, hatte eins meiner ersten Shootings darüber und habe jetzt aber super oft Fragen dazu bekommen, ob ich sowas empfehlen kann. Und meine Antwort war immer so, oh, ich weiß nicht, ich habe da schon ein, zwei Sachen drüber bekommen, aber jetzt nichts gut Bezahltes. Andererseits muss man auch sagen, mein Portfolio war damals natürlich auch scheiße und ich hatte überhaupt keine Erfahrung. Und jetzt habe ich gedacht, okay, ich probiere das einfach nochmal und teste das einmal für euch und investiere einmal, man zahlt nämlich einen Jahresbeitrag, also ich nehme keine Provision, wie eine Modelagentur es tun würde, sondern man bezahlt dafür, dass man auf dieser Website ist. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, komm. Ich kriege da so oft Fragen zu und ich habe gerade jetzt eine Mail bekommen, weil ich die nie abbestellt habe für einen ganz okay bezahlten Job in Düsseldorf, also mit Tagessatz von 800 Euro. Ich weiß nicht, wie viele Buyouts drin sind, aber für so einen Nicht-Anfänger-Model, aber auch nicht Profi, ist das ein relativ normaler Tagessatz, wie gesagt, je nach Buyouts. Und deswegen habe ich mich da gerade darauf beworben, das einmal ein bisschen geupdatet. Aber darauf gehe ich in einem extra Video nochmal ein, da gibt es ein extra Video zu. Wahrscheinlich so in 3-4 Monaten, wenn ich das ein bisschen getestet habe und auch sagen kann, okay, buche ich darüber was oder gibt es überhaupt keinen Sinn? Sind da Fotografen, mit denen ich vielleicht auf freier Basis arbeiten möchte? Ich hatte mir nämlich auch vorgenommen, jetzt bis Ende des Jahres noch ein bisschen in meinem Portfolio zu arbeiten, die letzten beiden Monate mal wieder, auch wenn ich das für sehr gut halte. Ist es immer gut, ein bisschen zu updaten. Genau, deswegen habe ich das gerade gemacht und jetzt wollte ich einmal ein Ladekabel holen und meine Sachen packen, denn es geht in die Stadt. Ich treffe mich mit Julia und ich muss noch ein paar Sachen für das Kostüm, wie mein Freund und ich sind Freitag auf der Halloween-Party von meiner Schwester und für unsere Kostüme muss ich noch ein paar Sachen besorgen. Das mache ich jetzt vorher und dann Julia ist noch am Stream, die ist Twitch-Streamerin und wenn sie fertig ist, schreibt sie einfach, dann treffen wir uns und bis dahin fahre ich noch mal eine Runde in die City.
Zeit später und ich habe beschlossen, mein Mittagessen ist ein Stück Brownie. Das war die Hochzeitstorte von Noah und Jan mit Cream Cheese Frosting. Davon hat mir auch so viel über, deswegen habe ich das Steak raufgehauen. Das gönne ich mir jetzt und dann fahre ich gleich nach Hamburg rein. So, ich bin hier am Snacks kaufen mit der Ausrede, dass Noah sie dann kriegt. Und schaut mal, wie ich unterwegs bin. Ah! Ja, sie hat mich auch gerade überredet, noch mehr Riegel zu kaufen, weil sie meinte, die seien geil. Mehr Snacks. Mehr Snacks sind immer gut. Ursprünglich losgegangen, weil ich Verbandszeug brauche für mein Halloween-Kostüm. Ich will mal Karneval sagen. Guck mal, hier sind wieder, das sind wieder diese Mini-Dinger. Aber die sind schon mal größer als die letzten. Ja, und günstiger. Da könnte ich einfach so 300 Rollen von kaufen und dann habe ich ein Kostüm. Aber es ist trotzdem irgendwie so dünn und so, das hält halt nicht so wirklich, ne? Nee, ne? Ich glaube, das sieht halt nachher so ein bisschen. Ja, oder in der Apotheke. Aus. Aber die Frage ist halt, ob ich in der Apotheke dann 10 für so einen Verband nehme, dann kann ich lieber 10 davon holen. Ja, aber vielleicht kriegst du da auch große und musst nur eine Rolle kaufen. Und wir sind wieder im Brühwerk, diesmal to go, weil die gleich zumachen. Eigentlich wollten wir es hier trinken und im Endeffekt trinken wir es irgendwie auch hier, ne? Aber gut. Mit. Cheers! Every night I try to love, but your heart is made of stone. All my tears, they fall like rain, yet you leave me alone. Hallo und guten Morgen auf dem Weg zur Wohnungsbesichtigung. Wir laufen gerade Richtung Winterhude, schauen uns noch eine kleine Wohnung an. Ich bin sehr gespannt. Wir haben die Tage hier in der Gegend noch eine zweite Besichtigung. Allerdings bin ich da schon wieder zu Hause. Mein Freund muss die alleine angucken. Die erste Wohnung jetzt ist 68 Quadratmeter groß, 3 Zimmer. Und ich finde, da ist es immer je nach Schnitt. Die könnte gleich viel zu klein sein. Sie könnte halt aber auch genau passen. Bin ich gespannt. Die andere ist schon ein bisschen größer, natürlich auch ein bisschen teurer, aber auf jeden Fall noch drin. Und die hätte tatsächlich 108 Quadratmeter. Ich würde sagen, ich bin gespannt und wir schauen sie uns mal an. Give you all I have inside. You pretend it's all pretend. Your empty eyes, they break me down. Leute, ich habe gerade tatsächlich einfach zwei Handtaschen zu verschenken auf der Straße gefunden. Und wie wild sind die? Erstens, ich finde die hier richtig cute. Passt ein bisschen zu hell vom Rot her, aber ich finde die vom Schnitt her so niedlich. Und halt so eine ganz schlichte, vintage-mäßige, finde ich aber geil, bin ich ehrlich. Finde ich cool, ich bin jetzt wieder zu Hause. Oh, rotes Licht, das ist bestimmt so. Und der holt jetzt noch schnell die Bierbänke von der Hochzeit ab. Ich bin ja im Haus zu meiner besten Freundin gerade, weiß nicht, ich glaube, ich habe das bestimmt erzählt. Und die sind auch in den Flitterwochen und ich habe das Haus gecovert und kümmere mich noch ein bisschen darum, dass alles wieder klatscht kommt. Gut, sind die beiden wieder weg, wir haben gerade alles am Verladen. Ich mache mir jetzt einen Tee, schicke die Wohnungsbewerbung von vorhin raus. Frank ist übrigens nur offen, weil ich mir jetzt einen Tee machen wollte. Das klärt sich aus. Also wenn er offen ist fürs Video, Licht ist eh nicht gut, aber ist egal. Genau, was wollte ich sagen? Habe ich ja schon erzählt, die Wohnung vorhin war sehr schön, super, super nette Eigentümerin. Da ist ein Weinkorken oben. Meine Freunde verstecken immer Bier, wie nennt man das, obendrauf. Und diesmal ist auch ein Weinkorken geworden. Aber meine beste Freundin freut sich, wenn sie wiederkommt und ganz viel findet. Genau, Wohnung. Eigentümerin war super nett, hatte erst einen Termin vergessen, aber war einfach ultra sympathisch. Ihr tat es mega leid, eine richtige Süße. Hat die Wohnung so schön gemacht, hat sich richtig Mühe gegeben. Sie ist relativ klein, es wird ein bisschen schwer, alles reinzukriegen. Andererseits ist die Lage echt nett, weil sie wirklich nah am Mühlenkamp ist. Ich liebe Mühlenkamp. Und sie ist halt echt günstig. Die kostet irgendwie 1300 irgendwas warm mit allem drum und dran. Das ist natürlich schon wirklich entspannt für Hamburg. Hat 70 Quadratmeter. Knapp und die Küche könnte halt ein bisschen kleiner geschnitten sein. So passt halt so ein kleiner Tisch für zwei Leute rein. Heißt, wir brauchen aber trotzdem noch einen großen Tisch, wenn andere Leute zu Besuch kommen, was natürlich Platz im Wohnzimmer wegnimmt. Und auch Schlaf und also das kleinste Zimmer sozusagen ist so geschnitten, dass unser Bett so ganz knapp reinpassen würde. Dann könnte man eine Kuschelecke machen, aber so richtig schick ist schwierig. Und da wir halt ein Bett, wir haben halt so eine Rückenlehne am Bett, wäre ohne in diesem Fall deutlich praktischer, weil dann könnte man es vor das Fenster stellen im kleinsten Zimmer. Ist halt die Frage, ob man die weglassen könnte oder ob es instabil wird. Das müsste man sonst mal in Erfahrung bringen. Eigentlich mag ich das so, aber es wäre natürlich eine Option. Und das Größere der Zimmer ist halt so, dass das Bett da easy reinpasst und auch noch ein Schrank, aber halt nicht so hart viel Schrank, wie ich natürlich eigentlich gerne hätte, weil ich eine kleine Tussi bin. Genau, aber ich schicke gleich erstmal, mache jetzt mir einen Tee, schicke die Bewerbung dafür raus, dann haben wir uns erstmal beworben und mein Freund wollte eh nochmal drüber schlafen, ob ihm die Lage so gut gefällt und was er dazu denkt. Und wir haben da in der Gegend Sonntag ja noch eine Besichtigung.
Die Wohnung hat dann 4,5 Zimmer. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein bisschen nicer. Ja, also die ist natürlich auch deutlich teurer. Die kostet über 2000 Euro knappe warm. Ist aber noch in Ordnung. Ich glaube, die Wohnung ist sehr, sehr geil. Deswegen würde ich dann sagen, lass mal machen. Ja, genau. Werden wir uns auf jeden Fall, ich schicke die Werbung gleich raus. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Morgen ist eine Halloween-Party mit meiner Schwester. Wir haben das Kostüm schon so gut wie ready. Und ich zeige es euch morgen auf jeden Fall nochmal. Ich habe nämlich das bei TikTok gefunden, was eigentlich sehr, sehr geil ist. Und habe von meinen Eltern jetzt ganz viele Verbände dafür bekommen. Seht ihr in einem Moment. Getting ready for Carnival. Ich glaube, man kann mein Kostüm ganz gut erahnen. Ich blende es euch nochmal in ganz Körper ein. Beziehungsweise ich bin gerade schon wieder dabei, mich auszuziehen. Weil ich gleich mit einem Freund noch in die Stadt fahre. Ich habe eine Shorts drunter, ich habe ein BH drunter und da habe ich einfach ganz viele Verbände rumgewickelt. Kommt noch einer um den Arm und um den Spine und dann ist das so ein geiles, low-budget, entspanntes Kostüm. Finde ich mega cool. Ich habe vor allem nicht Verbände gekauft, sondern meine Eltern hatten noch zwei abgelaufene Verbandskästen. Ja, ich glaube, besser geht kaum. Das packe ich jetzt alles ein, nehme es mit. Ich treffe mich gleich noch mit einem Freund von mir. Der hat heute Geburtstag, knapp uns auf dem Käffchen, aber sein richtiges Geschenk kriegt er erst in einem Monat. Er feiert nämlich noch groß und meine ganzen Friends kommen und wir haben schon eine richtig coole Idee, was wir ihm zusammen schenken können. Das werde ich aber noch nicht spoilern, falls er dieses Video sieht. Es kommt nämlich vor der großen Party online. Genau, deswegen werde ich ihn gleich einfach auf dem Käffchen einladen und ihm sagen, dass er es in einem Monat kriegt und sich noch gedulden muss. Aber meine Eltern haben mir immer gesagt, Vorfreude ist die schönste Freude. Ich weiß nicht, wer diesen Spruch noch kennt. Ich habe ihn gehasst als Kind, weil ich überhaupt keine Geduld habe. Aber ja, der liebe Michael muss sich jetzt gedulden. That's the plan. Ich habe vorhin so cool die Wohnung gestern, habt ihr ja mitbekommen. Wir haben ja in derselben Gegend morgen, also eigentlich Sonntag noch eine Besichtigung. Ich habe vorhin mit der Eigentümerin telefoniert. Es sind private Vermieter, ein Paar. Und ich habe mit ihr telefoniert, weil ich halt wissen wollte, ob mein Freund das reinmachen kann oder ob wir es vielleicht vorverlegen können. Und wir konnten es auf morgen vorverlegen. Die Frau war so nett. Ich will diese Wohnung alleine, weil die Eigentümer so nett sind. Und ich finde ein gutes Mietverhältnis so, so wichtig. Ich weiß, dass ganz viele nicht an Juristen vermieten wollen, weil die immer Ärger machen. Ich habe meine Verwaltung noch nie Ärger gemacht, weil die einfach nett sind. Ich liebe die Eigentümer bei uns. Das ist ein älteres Ehepaar, da wo ich jetzt gerade wohne. Und die sind wirklich die entspanntesten Vermieter ever. Und auch wenn irgendwas an der Wohnung ist, ja, dann sage ich halt Bescheid, dass das repariert wird. Aber manchmal sind die ein bisschen langsam, aber... Also, wisst ihr, was ich meine? So, alle denken immer, Juristen machen direkt Stress, aber ich denke mir halt so, es gibt nichts Wichtigeres, als da ein geiles Verhältnis zu haben. Das macht es einfach, macht das ganze Leben so entspannt, wenn da auch die Nachbarschaft nett ist. Naja, wie auch immer. Eigentümer sind schon mal super nett, Wohnungen einfach geil, die wir uns morgen ansehen. Ich habe gerade überlegt, diesen Vlog beenden, aber ich glaube, da nehme ich euch nochmal mit. Ich glaube, das wird noch cool. Ist halt eine 4,5-Zimmer-Wohnung, absolute Traumlage, nahe Mühlenkamp. Und 108 Quadratmeter, das ist halt viel zu viel für uns eigentlich, wenn man mal ehrlich ist. Wir brauchen so eine große Wohnung nicht, aber wir hätten, also wir suchen ja, also ab 70 ist eigentlich schon entspannt zu zweit, aber irgendwann wollen wir vielleicht doch Kinder, dauert es ja noch ein paar Jahre, danach suchen wir noch nicht aktiv, aber es ist halt ein Budget, wir haben keine kleinere bekommen, die ist hammergeil, dann sage ich ja nicht nein, ich bin nicht bescheuert. Mal schauen, ob wir die bekommen, ob wir die... Ich glaube, wir wollen sie haben. Die hat auch zwei Balkone, ist super hell. Und vor allem, mein Freund könnte ein Arbeitszimmer haben, sich da sogar noch einen Billardtisch oder so reinstellen. Ich könnte ein Ankleidezimmer haben. Wir hätten ein Esszimmer, das einen offenen Bereich zum Wohnzimmer hat. Die Partys, Leute. Die Partys. Die wären geil. Ich meine, wir müssen ja keine fetten Partys schmeißen, aber allein unsere ganzen Freunde irgendwie einladen zu können, mal zum Essen und so, weil das wäre bei der Wohnung gestern halt schon enger bei denen. 67 Quadratmeter, 68, die wir gestern angeguckt haben. Deswegen, ja, ich bin gespannt. Ich würde sagen, ich nehme euch mit und jetzt gehen wir erstmal, machen wir uns erstmal fertig, rollen die ganzen Verbände hier auf und dann gehen wir mal ein Käffchen trinken und sagen dem Michael Happy Birthday. Another day, another Besichtigung. Wir stehen schon in unserer neuen Hood. Ich will diese Wohnung, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Das wird unsere, ich fühl's. So Leute, back in Cologne. Ich habe euch bei der zweiten Wohnung jetzt ein bisschen weniger mitgenommen. Ich habe mich super gut mit den Eigentümern unterhalten und ja, dann dachte ich, wäre das, ja. Habe ich halt nicht ganz so viel mitgefilmt, war in dem Moment ein bisschen nebensächlich.
Aber das ist gar nicht schlimm, denn ich kann euch die Wohnung einfach zeigen, wenn wir einziehen. Wir haben einfach eine Wohnung in Hamburg. So krass, und die Wohnung ist so schön. Die ist wirklich eine absolute Traumwohnung. Ich habe die erst bei Immo, sie ist von ImmoScout. Ich habe sie da gesehen und dachte so, das ist ein Scam. Aber ich bewerbe mich da mal. Ja, Spoiler, ist kein Scam. Wir haben es wirklich so gründlich geguckt, wie man gucken kann, und sind uns wirklich sicher, das sind einfach verdammt nette Vermieter. Ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Es ist halt ein Altbau, super schön, geile Lage, für uns richtig perfekt, geil angebunden, trotzdem in der Gegend, in die wir gerne wollten. Ja, was soll ich sagen? Halt ein Altbau. Wir haben viel mehr Platz, als wir wollen, ist größer als unsere jetzigen, wir haben jetzt schon 90 Quadratmeter. Aber lehnt man dann auch nicht ab, ne? Also es ist wirklich eine absolute Traumwohnung, so mit Stuck an der Decke, und ich zeige sie euch. Ich bin in 1,5 Wochen tatsächlich in der Wohnung. Also wir übernehmen sie direkt zum 1.11. und ich bin dann tatsächlich in Hamburg, und wir werden ein bisschen später umziehen, weil das einfach zu schnell ist, und werden dann aber schon mal reingehen, schon mal gucken, was wir wie streichen, eine Waschmaschine bestellen und auch schon da schlafen die erste Nacht auf einem kleinen Bettenlager, einfach auf dem Boden. Ja, freue ich mich sehr drauf. Super aufregende Zeit. Es gibt natürlich noch super, super viel zu tun, weil Mitte, Ende November würden wir doch gerne umziehen. Laura möchte die Wohnung hier auch gerne haben. Das heißt, Nachmieter habe ich schon. Keine Anfragen bitte. Ich weiß, meine Wohnung ist nice, deswegen nimmt Laura sie auch. Ja, es gibt aber hier natürlich auch noch mega viel zu organisieren. Das werde ich jetzt die nächsten Tage machen. Also muss ich da jetzt irgendwie ein bisschen drauf klarkommen. Wir kriegen den Mietvertrag auch erst morgen oder übermorgen. Also bis dahin wird hier noch nichts gekündigt oder so, ne? Aber ja, ich muss da jetzt erstmal ein bisschen drauf klarkommen. Und wie macht man das am besten? Man geht trainieren. Ich treffe mich jetzt mit Toni bei Storm, dann gehen wir lecker Mittagessen. Da freue ich mich total drauf. Und ja, ich bin noch ein bisschen überwältigt, habe auch richtig schlecht geschlafen. Aber ich würde sagen, ich nehme euch dann bei den Umzugssachen ein bisschen mit. Kommentiert mal, was ihr davon sehen wollt. Also eine Roomtour, die Vorbereitung, soll ich Tipps teilen? Let me know. Und soll ich ganz normal weiter mit vloggen, wie ich es immer mache? Wobei, mache ich ja eh, und dann werde ich einen Rest am Rand machen. I don't know. Ich würde sagen, es wird eine spannende Zeit, und wir sehen uns nächste Woche mit Umzugsvorbereitungen.